scheiß Knotenpunkte hänge, dass ich halt immer da connecte. Gibt ja verschiedene Server-Routings zum PSN. Und wenn ich dann gerade auf den connecte, der angegriffen wird, fliege ich natürlich immer raus. Da kann ich nichts machen. Wurde mir mitgeteilt. Jo, kann ich machen, Genbu. Na, ich hab doch. Es brauche ich. Okay, mach mal. Schau mal. Mach mal die PlayStation aus. Jetzt sagte mir, ich brauche ein PlayStation Plus Abo. Hat er mir letztens auch schon mal gesagt. Mach mal kurz ganz aus. PlayStation. Jo, das ist nett, sonst könnte ich ja gar nicht schaffen, wenn ihr nicht warten würdet. Benötigst du ein PlayStation Plus Abonnement? Ja, schließ mir noch ein paar ab. Gut. Kannst du mich direkt einladen? Genbu oder so, dann kann ich direkt joinen. Und zu der Spielstart und joint dann direkt zu dir oder zu euch, wie auch immer. Währenddessen einfach Dänisch lernen. Da keine mehr, aber egal, ich gehe rein und join einfach direkt. Das passt dann schon. Technical Issues nennt man das, wa? Hier. Ah, das ist nur so eine Sache. Ist immer sehr schwierig hier. Bei Twitch sich zu beweisen, wenn man mal rausfliegt und man muss. Ja, gut, egal. Jo, vom falschen Fenster habe ich gar nicht gesehen, dass es zwei gibt. Aber immerhin bin ich schon mal ein Level gestiegen hier. Wo ist denn? Ist das schon mal ein geiler Fortschritt hier? Jetzt habe ich die PlayStation ja komplett beendet. Vielleicht habe ich jetzt einen anderen, habe ich jetzt ein anderes Server-Routing. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes, das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Ja, anscheinend nicht, nein, anscheinend nicht hier, Penny. Hey, the wild big boy, Gags. Grüß dich. Hello, my friend. Finally happy. Nicht okay. Zu unserem. Du weißt, was ich meine. How you doing? Gut.
Da bin ich wieder, Mädels. Nach dem 12. DC. Oder so. Was steht so faul in der Gegend? Gibt's nicht. Hier. Gleich reinkommen und rumschimpfen, weil die da stehen. Bezwinge die Schauhorden des Weltengrab, okay. I'm doing good, how are you doing? Yeah, I'm fine, my friend. I'm fine so far. Not really, I got, yeah, boah, like 12 DCs here. So I have to reconnect all the time. It's not very funny to play with 12 DCs in a row, you know? No, not again! Das ist doch nicht normal, Leute. Das ist doch nicht normal hier. Was soll das? Was soll das? Fuck you, hey, ohne Witz. Fuck you, fuck das Ganze. Oh, das regt mich sowas von auf. Waaah! Fucking PlayStation, Mann. Ich hab echt Schnauze voll hier. Fucking Destiny, ohne Witz. Was soll diese... Oh. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Das sollte uns direkt zum Grab führen. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine. Zum Glück habe ich zwei Controller. Ich glaube zumindest, dass bei dem Pack 2 dabei war. Aber ich habe dem ja nicht wehgetan. Ich habe nur auf Diablo gehauen. Ich meine, ich verlange ja nicht viel hier. Ich habe ja eh halt spät angefangen zu streamen, hatte noch zu tun, musste noch einiges erledigen und jetzt wollte ich nur ein bisschen spielen hier mit euch bis, keine Ahnung, 1, 2 oder was weiß ich. Hat wohl Bungie nicht gefallen, dass ich so viel Spaß gehabt habe gestern, wa? An dem Spiel. Aber es endet geil hier. Schon, aber wenn man 2-3. Wenn man 2-3 Minuten schießt, macht schon Spaß. Aber ich bin ja diesmal nicht aus dem PlayStation-Netzwerk geflogen, nur aus Bungie-Netzwerk raus oder so. Diese Mission kenne ich gar nicht. Habe ich die schon gemacht oder habe ich mich nur nicht dran erinnern? Komm schon. Recharge. The shield. Ey, da kommt Musik. Ah doch, das kenne ich. Das habe ich alleine gemacht, die Mission. Genau, da muss man ja da hier... Muss man hier surviven. Hier. Okay, sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also Augen auf. Sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. dieser Satz, Leute. Jetzt gibt's Action. Thank you.
kann ich nach links, okay. Da ist so viel. Sie haben die Wegensteingrenze durchbrochen. Das freut mich, Nico. Sehe ich ähnlich. Nur hatte ich in letzter Zeit nicht so viele Gelegenheiten. Nein! Ja, ich finde die Mini-Kappas und die Kappas AD finde ich gar nicht toll. Da finde ich die als normale viel besser. Einfach so schwarz-weiß-klassisch ist ends geil. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes, das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Ja, aber das ist zu klein hier, das ist zu klein. Ich sag mal ganz ehrlich, so oft, bis ich irgendwann ausraste und alles zerstöre hier. Also könnt ihr euch freuen auf ein Highlight des Streams und das war's halt dann. So oft, bis ich halt dann, bis es halt keinen Stream mehr gibt. Ich versuch's irgendwie lustig zu sehen und zu lachen drüber, aber ohne. Ich versuche ein bisschen es lustig zu sehen und drüber zu lachen, aber es klappt nicht. Jo, die Kamera ist gleich wieder normal. Ich muss die Hände wegtun. Die Hände dann wieder hintun und dann wird's wieder. Und es ist wegen dem Licht der PlayStation oft so. Genau das. Das ist gut, ja. Das ist wegen diesem dummen Licht auch hier. Kann nicht so richtig fokussieren. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes, das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Also, nice try. Also das Lustige ist, ich fliege ja nicht mehr nicht aus dem PlayStation-Netzwerk raus, sondern nur aus Ding jetzt hier. Aus Destiny direkt. Jo, macht bestimmt Spaß und das macht auch den Zuschauern Spaß und deswegen sind es ja auch nicht ganz so viele. Weil, aber was soll ich machen? Ich versuche Twitch zu zeigen, ich gebe mir Mühe, ich versuche einen geilen Stream zu bieten und versuche gut zu sein, aber wenn mir immer wieder Steine in den Weg gesetzt, sogar ganze Mauern in den Weg gesetzt werden jetzt hier. Was soll ich machen, Leute?